Erst einmal abduschen, denn das Training beim RRC Endspurt Mannheim macht nicht nur Spaß, sondern hat es wirklich in sich. Auch für die Jüngsten im Verein. Seit rund 3 Wochen dürfen sie wieder ins Training und gemeinsam mit ihren Mannschaftskollegen um die Wette fahren. Jedoch mit ganz klaren Regeln und Auflagen. Viel Hinterrad fahren, da ist es schon 1,5 bis 2 Meter. Und dass sie, wenn sie überholen, etwas mehr Abstand lassen als normalerweise. Also normal fahren die wirklich relativ eng aneinander oder zusammen. Manchmal Schulter an Schulter, das kann man in Rennen verfolgen. Das versuchen wir zu vermeiden. Keine leichte Aufgabe, vor allem bei den Kleinen. Umso mehr muss Ralf Fackel koordinieren, erklären und vor allem eins, jeden Einzelnen im Blick haben. Einfach ist es nicht immer und man kann da nicht immer dazwischen springen, das funktioniert, weil das auch nicht ungefährlich ist. Wenn ich jetzt das sehe, das funktioniert nicht und springt dazwischen, bremst der und einer fällt hinten drauf, das kann ich auch nicht, also ich muss das mit Bedacht machen. Man nimmt es halt raus und sagt dann wieder so, aufpassen, es war ein bisschen zu eng, nächster Schritt, Stück für Stück. Stück für Stück muss der RRC die aufstrebenden Radprofis auch erst wieder ans Training gewöhnen. Denn während die Erwachsenen in der Trainingspause einen klaren Plan an die Hand bekommen haben, gab es für den Nachwuchs nur eine Kilometervorgabe. Denn wichtig war, nicht die Kondition zu verlieren. Jetzt nach 3 Wochen Training kann auch wieder an den Details gearbeitet werden. Mittlerweile sind wir schon wieder in so einem Bereich, dass wir mit Intervallen arbeiten, also kurze Antritte und auch ein bisschen Techniktraining, weil sie vom Kopf her einfach wieder da sind. Was in den ersten 2 Trainings noch nicht da war. Und wir müssen einfach gucken, wie wir es halt einfach handeln, dass wir halt einfach in den nächsten paar Wochen sich so darauf vorbereiten können, dass sie auf jeden Fall wieder das Gefühl haben für ein Radrennen. Wann die aber wieder starten, weiß bislang keiner. Fakt ist, dass aktuell kein einziges Rennen in Deutschland stattfinden soll. Weder für Profis noch für den Amateur- und Nachwuchsbereich. Ein großes Problem, auch für die Fahrer beim RRC. Die Meisterschaften sind alle ausgefallen. Und sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu messen. Und deswegen machen die Radrennsport, um sich zu messen, auch in erster Linie. Und da geht die Motivation verloren. Trotzdem hat die Corona-Krise auch positive Effekte. Gerade jetzt steigen viele Freizeit- und Hobbysportler aufs Rad. Auch für den RRC eine Möglichkeit, die Sportart schmackhaft zu machen. Es wird eine Chance für den Radsport an sich geben, da ja halt im Moment sehr viele aufs Rad steigen. Und dadurch natürlich auch jemand hängen bleibt und wieder dann den Weg zum Radsport an sich findet. Den Weg dorthin haben die Kids beim RRC schon gefunden. Wenn auch jeder aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Bei mir ist es besser, dass ich Bergfahren kann. Das macht mir am meisten Spaß. Ich bin so eine Bergziege, eine kleine. Es gibt Bahnradsport, es gibt Cross und es gibt auch Straßen. Auch wenn darauf alle erstmal noch warten müssen, sollten in diesem Jahr doch noch Rennen erlaubt sein, wäre man zumindest beim RRC bereit dafür.